Ach so, jetzt sehe ich auch den Link, weil es ging ja dann weiter Richtung Dissertation. Und da war zuerst vorgesehen, dass du etwas über diese, wie heißt, Querelle des Anciens et des Modernes schreibst oder vor allem den Einfluss auf Deutschland. Ja. Also da, hier handelt es sich um einen Literaturstreit in Frankreich. Sehe ich das richtig, bei dem es ja Ja. darum ging, wie weit die Antike als Modell dient, auch der Ja. heutigen Literatur, oder auf der anderen Seite, inwiefern die katholische Kirche das Recht hat, der Literatur Prämissen zu geben, oder? Das Es ist sehe eine ich. verhältnismäßig komplizierte Ausgangslage, wenn man sich mit der Querelle des Anciens des Modernes in Frankreich Ende des 17. Jahrhunderts und in den ersten beiden Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts beschäftigen wollte und noch will. Inzwischen sind einige Forschungsarbeiten dazu erschienen, die uns den Zugang vielleicht erleichtern. Aber den direkten Zugang zur Querelle-Thematik fand ich tatsächlich eben von der Schillerschen Abhandlung her, in welcher vereinfacht ausgedrückt die naive Dichtung von der sentimentalischen und einer idealischen Dichtung unterschieden wurde und dieser Unterschied im Wesentlichen geschichtsphilosophisch motiviert war. Also das Entwicklungsschema, das ich jetzt sehr vereinfacht natürlich wiedergebe, ging davon aus, dass die alten Dichter und hauptsächlich die Dichter der Antike, Homer vor allem, Originalgenies waren. Und das Moment der Reflexion, der Fähigkeit auf das eigene Schaffen zu reflektieren, erst im Laufe der Zeit aufkam. In Tat und Wahrheit aber handelt es sich in der naiven und sentimentalischen Dichtung um ein Werk, in dem sehr viele Inkohärenzen festzustellen sind. Und man kann also eben beispielsweise das naive Genie nicht nur in der Antike situieren, sondern auch Shakespeare zählte dazu. Es ging dann vor allem Schiller auch darum, Goethe innerhalb dieser ja, geschichtsphilosophischen Konstruktion, die sehr locker war, historisch zu verorten und natürlich gleichzeitig auch in diesem ästhetiktheoretischen Kontext sich selber und sein eigenes Schaffen zu finden und identifizieren zu können. Und diese Göchel-Frage war bei Schiller in der naiven und sentimentalischen Dichtung, ausgehend von der Typologie der Dichter, bereits angelegt. Diese Frage eben, welche Vorbildrolle den antiken Autoren zukommt, welche Vorbildrolle den naiven Genies im Unterschied zu den sentimentalischen Dichtern zukomme. Friedrich Schlegel hat diese Gedanken dann in seinen theoretischen Schriften weiterentwickelt, was letztlich dann eben auch bestätigt, dass die Göchel-Frage durchaus eben auch ausgehend vom Kanon der deutschen Literatur als relevant gelten konnte. Und eigentlich wollte ich in meiner Doktorarbeit die naive und sentimentalische Dichtung Schillers noch besser in einem historischen Kontext verankern, Also der die Differenz, ja, dem hohen Grad an differenzierten Unterscheidungen noch besser Rechnung tragen können, auch die Inkonsistenz dieser Ästhetik noch besser nachvollziehen können. Aber ich will das nicht weiter jetzt ausführen, aber der Ansatzpunkt eben dann die Wirkung der französischen Querelle auf die deutsche Literatur nachzuvollziehen, das war ein Gedanke, der dann von meinem Doktorvater geäußert wurde, dem es lieber war, wenn ich nicht weiter mich in einen einzelnen Text versenke,
sondern versuchen würde, einen Überblick zu einem ideengeschichtlich allgemeinen, allgemein wichtigen Thema zu vermitteln. Also der Gedanke war, dass die Lizenziatsarbeit, das war ein Einzelthema, und das, was nachher kommt, das ist, gibt etwas Großes, eine Gesamtdarstellung. Das, ja, das war die ursprüngliche Absicht. Das war die ehrgeizige Intention, die von außen an mich herangetragen wurde. Ich erklärte mich dann mit dieser Absicht einverstanden, weil mich die Thematik interessierte, diese Vorgeschichte des Vorzugsstreits im Zeitalter der Klassik. Wobei meinem Doktorvater natürlich eben vor allem die Spitzen der Literatur als Referenzpunkte oder als Referenzautoren vorschwebten. Und ich durchaus zunächst auch, also von dem literarischen Kanon der Germanistik ausging und glaubte, man könnte also von der Zeit des 16. Jahrhunderts an, vielleicht eben bis zu Friedrich Schlegel, die wichtigsten Autoritäten, die sich mit der Vorzugsfrage beschäftigten, herausgreifen und darüber einen Überblick zu gewinnen und eine Summa zu ziehen.